Gegen Mitternacht wurde der Bug der Verity erfolgreich geborgen. Ein erster Versuch war gestern noch gescheitert. 4 der tonnenschweren Bergeketten hatten sich gelöst. Es hat Verzögerung gegeben, weil Festhaltepunkte gebrochen sind in der Nacht. Man hat sich ja bemüht, das am Haltepfosten der Reling zu befestigen, und das hat eben nicht funktioniert. Inzwischen ist es auch zu Materialermüdung gekommen durch die lange Liegezeit unter Wasser. Vergangenen Oktober wurde das Schiff vom polnischen Frachter Polesje gerammt. Ein Blick auf den Rumpf der Verity zeigt, welche Kräfte hier gewirkt haben müssen. Das Schiff schlug Leck. Mitarbeiter des niederländischen Bergeunternehmens suchen jetzt in dem Wrack nach 3 Seeleuten, die noch vermisst werden. Ganz besonders unsere Taucher sind darauf vorbereitet, mit solchen Situationen umzugehen. Die haben jahrelange Erfahrung und sind solchen Situationen schon begegnet. Traurigerweise haben wir bereits einen toten Seemann gefunden. Die Bergeaktion ist damit nahezu abgeschlossen. 17 Spezialtaucher waren dabei in 40 Metern Tiefe im Einsatz. Die Kosten von 12,5 Millionen Euro für die Bergung der Verity übernimmt zum Großteil der Bund. Die Ursache der schweren Kollision ist laut Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg noch nicht abgeschlossen. Möglicherweise wurden die Vorfahrtsregeln missachtet.